Leute, willkommen zu Fall Guys. Ich würde sagen, wir gehen direkt in die erste Runde. Los geht's. Leute, ich würde euch nur kurz sagen, in den ersten zwei Runden hört man leider keinen Game-Sound, weil ich leider zu dumm war, den Sound aufzunehmen. Aber in den nächsten Runden gibt's dann wieder Sound. Das wollte ich nur kurz sagen und jetzt noch viel Spaß mit diesem Video. Und ja, let's go. Meide die zusammen, schnappen den Türen und renne zur Ziellinie. Oh, da stehen meine Gegner schon. Komm, einfach drauf zu rennen. Oh ja, das war schon mal gut. Komm, gewonnen, Brudi. Scheiße, ich hoffe, ich schaffe überhaupt erstes. Alter, ich werde hier festgehalten von den Typen. Jetzt halte ich ihn fest. Das ist auf jeden Fall schwieriger als Dumpel Guys. Scheiße, es sind so viele vor mir. Scheiße. Komm da rein. Komm. Nein! Erste Runde, das war die fucking erste Runde und ich bin raus. Direkt zweite Runde, Leute, wie geht's zweite Runde los? Rein da. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Schon wieder. Oh, das war, ich glaube, der hat mir voll den Vorsprung gegeben, oder nicht? Oh, zu gut. Okay, jetzt bin ich besser dabei. Jetzt geht's rein, Leute. Geschafft. Ich gehe durch die Mitte. No risk, no fun. Scheiße. Okay, doch nicht durch die Mitte. Ich gehe hier durch. Oh, ich bin sowas von weiter. Dritter Platz. Easy, Leute. Als nächstes folgt... Beide die falschen Türen und renne zum Ziel. Gut, mache ich. Come on. So, jetzt geht's hier rein. Das ist die Tür. Okay. Leute, ihr durch. Ich bin nur ganz hinten, leider. Das ist nicht sehr gut. Obwohl, ich bin gar nicht mehr so weit hinten. Komm bitte jetzt. Ja, ich bin weiter. Easy, weiter. Zu einfach, Leute, ne? Erste Runde hat niemand gesehen, aber jetzt ist viel zu einfach. Nein! Doch. Das kann ich nicht, Leute. Jetzt sind wir raus. Das ist die Runde, wo wir raus sind. Und ich habe keinen Schweif. Ich brauche jetzt einen Schweif. Komm her. Rudi, bye, bye. Oh mein Gott. Okay, der hat einen Schwein. Die spawnen. Du Dreckiger! So, komm. Nein! Leute, schnappt ihn! Scheiße, der hat mich nicht outplayed, Alter. Hehehe. Weg mit dir, Alter! Tschüss! Fucking kidding me! Überraschungsangriff. Ich habe ihn festgehalten. Das hat jeder gesehen. Jeder hat gesehen, dass ich ihn festgehalten habe. Ich will davon ein Replay haben, Leute. Ich weiß, ich übersteuere gerade. Und da finde ich auch gut so. Ich will davon ein Replay. Will ich davon ein Replay haben. Ich versuche oben. Da oben ist schneller, oder? Ja, scheiß drauf, Alter. Ich war ja halt oben, genau. Versuch's oben. Durchs Wasser, komm. Ich glaube nicht, dass ich mich hier qualifizieren werde, ne? Ich bin euch ganz ehrlich.
Scheiße, Mann. Nee, da ist ein Bison oder so. Ho? Ich glaube, ich bin weiter. Nein! Alter, das kannst du doch niemandem erzählen, Digga. Was ist denn das? Digga, geh da rein sofort, Alter. Oh, Junge! Gut, wir sind weiter. Finde ich geil, dass wir weiter sind. Bin ich ganz, ganz, ganz ehrlich. So geht's. Merke die Symbole auf den Feldern. Wenn ein Symbol auf dem Bildschirm erscheint, gehe auf das passende Feld, um nicht in den Schleim zu fallen. Memory oder was? Ich habe kein gutes Gehirn. Ich habe ein Gehirn von einem... Nee, ein Affe hat ein gutes Gehirn, ne? Scheiße, Alter. Gut, ich probiere es einfach. Ach du Scheiße, da ist doch so ein Kissen, das einen rausballern möchte. Okay, Schraube. Leute, keine Sorge, ich habe gut aufgepasst. Ballert mich hier einer runter, ne? Ich bin sauer. Stern, komisches Ding. Alter, da hat jemand diesen Monster-Skin da, oder? Ja, dieser Alien da aus irgendeinem Film. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Okay, hier. Das finde ich nicht sehr nett, meine Damen und Herren. Weil das war richtig. Das hat jeder mitbekommen, dass das richtig war. Nächste Runde. So geht's. Überwinde die mittelalterlichen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Ritterparcours. Sprachen lernen. Bubble. Okay. Meine Fresse wurde ein bisschen abgeschnitten, egal. Ohne hinzuschauen? Boom, easy geschafft. Ohne hinzuschauen? Okay, das war ein bisschen. Ich bin Erster. Speedrun! Ich schwöre, Speedrun, ich bin ja sowas von weggedingst. Ja, egal. Ich schaff das. Ich bin ein krasser Gangster. Ich gehe einfach dahin, wo die meisten Leute sind. Ich merke mir das nicht mal. Ich gehe einfach dahin, wo die meisten Leute sind. Denn das wird immer safe richtig sein. So, was ist es? Schraube. Hier gehen die meisten Leute hin. Dann wird das hier auf jeden Fall richtig sein. Der eine ist auch runtergefallen. Wo ist er, Leute? Hier ist er. Gut. Ich vertraue euch da mal. Scheiße, Leute, schubst euch doch hier nicht gegenseitig runter. Ich hoffe, letzte Runde. So, bitte, Leute, wisst ihr, wo es ist? Hier? Gut, Leute. Schubst euch da nicht gegenseitig aus. Bin ich ganz ehrlich. Easy. Letzte Runde war einfach ein Fail, Leute. Jetzt easy, habe ich doch gesagt. Überwinde die Hindernisse und renne bis zur Ziellinie. Ich zeige euch jetzt mal, wie der Pro das macht, ne? Ich bin ja Pro. Alter, ich bin gerade schön erster unterwegs gerade. Also schön weit vorne. Gut, hier kommt jetzt mein Megadon. Oh, ich in die Fresse bekommen. Oh, meine Backe tut weh. Wir gehen gleich wieder vorne lang. No twist. Oh, no fun. Scheiße, nice. Werde ich wieder eingeholt hier von 10 Leuten. Gut, no twist, no fun. Ganz an die Seite hier. Scheiße. No risk, no fun. Scheiße, ich werd auch immer in den Abgrund geworfen, Leute. Nee, das kann ich mir nicht antun. Es sind nämlich gleich schon 24 Leute drin, gefühlt. Ah! Ja!
War nur kurze Antäuschung, dass ich da rausfliege. Alter, was ist das denn? Frostspitze. Erklimme den verschneiten Berg, um zu ziehen, an den Gipfel zu erreichen. Hätte es nicht gesagt, ich glaube nicht. Können wir das schaffen? Ja. Wow! Scheiße, Alter. Ich verkack, glaube ich, gerade. Ja, ich verkack gerade anders. Sorry. Ja, Digga, hör mich mal. Okay. Alter, jetzt sind da auch noch Wände. Und diese Kackstrahlen sind da auch noch. Okay, ich erkläre mir den Berg. Nope. Ja, ich habe den Berg erklimmt. Spring über den Drehbalken und falle nicht in den Schleim. Schleim ist ja eklig, bin ich euch ganz ehrlich. Das klebt immer so an den Händen. Daher versuche ich jetzt hier alles zu geben. Um dann nicht in den Schleim reinzufallen, meine Damen und Herren. Jo, ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber es gibt einen Trick, den habe ich schon gesehen, weil ich bin ja Vollgeist E-Sportler, meine Damen und Herren. Den kann ich euch auch ganz schnell zeigen. Der ist sehr, sehr gut, meine Damen und Herren. Man läuft einfach diesen lilanen Balken hier hinterher. Das ist der Trick in dem Game. Es ist schon einer raus. Wie kann schon einer raus sein? Man läuft einfach diesen lilanen Balken hinterher, bis es nicht mehr geht. Jetzt geht zum Beispiel nicht mehr. Jetzt muss ich zwar springen, aber es müssen auch nur noch zwei rausfliegen. Und dann bin ich schon weiter. Jetzt rüber. Ja, ich hole mal ein bisschen auf. Noch einer muss raus. Scheiße. Ja. Ich habe den einen sogar noch rausfliegen sehen, Alter. Ich bin unstoppable, Leute. Letzte Runde. So geht's. Bewege dich zwischen rotierenden Ringen, um den Schleim zu entgehen. Ah, da ist wieder so ein Mondgravitationsding, was sich so langsam macht und so. Auf jeden Fall. Gut zu wissen. Da, das geht jetzt hier ganz easy. Wir machen das jetzt kurz hier und dann. Komm, ich spreche einmal rüber. Alter, das geht jetzt hier ganz easy. Wir machen das jetzt kurz hier und dann. Okay. Der Kreise. Ich glaube, muss ich es nochmal vorlesen. Meine Schule ist ja eh. Los, go! Wir sind immer noch ganz gut dabei. Bis jetzt noch kein Problem hier. Oh, in die Fresse bekommen. Oh. Da Vollgeist ist ein Spiel, da kann man sich auch verletzen, bin ich ganz ehrlich hier. So, komm, no risk, no fun, diesmal schaffen wir es. Wir gehen jetzt durch die Mitte durch. Fucking kidding me. Wie habe ich das nicht geschafft? Wie hat der eine das geschafft, aber ich nicht? Das ist doch scheiße. Das muss ich hier warten. Ich bin aber drin. Ich bin sowas von drin. Alter, das war wieder so knapp, Alter. So knapp will ich lieber nicht nochmal haben. Bin ich euch ganz ehrlich. Das war viel zu knapp. Retterparcours hatten wir auch schon mal. Habe ich meinen Weltrekord aufgestellt, meine Damen und Herren. Das ist easy. Okay, das wird kein Speedrun. Ich habe jetzt schon verkackt. Ja. Egal. Wo will... Ich dachte, das sah sowas von aus, als könnte ich da... Ernst, der Scheiß ernst? Das sah sowas von aus, als könnte ich da direkt rüber, ne? Nee, dieses Mal ist geklappt, wenigstens etwas. Rein da. Ja, easy. Das hatten wir noch nie. Ich weiß, drücke die leuchtenden Tasten, um Punkte zu erzielen. Nee, das ist so ein Teamspiel, so.
Scheiße, da bin ich raus. Da werde ich sowas von raus sein, egal. Ich sammle 0 Punkte, bei mir funktioniert das irgendwie nicht. Bei mir haben wir immer noch 0 Punkte. Ein Punkt. Easy. 16 noch übrig. Das heißt, es wird noch kein Finale kommen, außer dieses Hexagon oder so, wie das heißt. So geht's. Falle nicht vom Hoverboard und erreiche das Ziel. Weiß ich ja nicht, ne? Irgendwie geht das hier jetzt. Achso. Achso, okay, okay. Aufs Hoverboard, Rudi. Was war das? War auf einmal Schleim oder was? Bin ich auf einer Banane ausgerutscht oder was? Leute, das Feuer macht ja eigentlich Spaß, aber diese Bugs da, die ganze Zeit auf einmal, da rutsche ich auf einer Banane oder so ausgefühlt. Was war das? Ja, Leute, ich würde sagen, da war's mit Fall Guys. Falls ihr noch eine Folge sehen wollt, zum Beispiel mal mit Freunden von mir zusammen, zum Beispiel Nico oder so, weiß ich nicht, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, meine Damen und Herren, und schreibt in die Kommentare, wie gut ihr den Speedrun fandet, meine Damen und Herren. Das war's mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und das war's. Ciao.